Eine Lindwurmsage. In der Nähe der ehemaligen Landstraße zwischen Neubrandenburg und Stavenhagen liegen drei Berge: der Blocksberg, der Jabsberg und der Lindberg. Vor langer Zeit sollen hier Lindwürmer gehaust haben. Wenn sie ausgestreckt lagen, glichen sie abgehauenen Tannen. Weit und breit waren sie gefürchtet. Einst fuhr ein Wagen den Weg entlang und traf unweit der Brandmühle einen jungen Lindwurm an, der schlafend quer über dem Weg in der Sonne lag. In der Meinung, es sei ein Tannenstock, fuhr der Kutscher darüber hinweg. Erst an dem Schrei des überfahrenen Tieres merkte er, was er getan hatte, und er machte sich schleunigst von dannen. Auf das Geschrei hin stürzte aber der alte Lindwurm herbei und fand den Jungen tot. Wütend fiel er über einen nach Neubrandenburg fahrenden strohbeladenen Wagen her. Der Knecht bemerkte es und jagte im Galopp weiter. Zum Glück verlor er hinter dem neuen Dorfer Gehege den Spannnagel, sodass der Hinterwagen mit dem Stroh stehen blieb und der Knecht mit dem Vorderwagen umso schneller vorwärts jagen konnte. Zuerst durchwühlte der Lindwurm das Stroh. Da er aber niemanden fand, setzte er dem Knecht nach. Um schneller vorwärts zu kommen, biss das wütende Tier sich in den Schwanz, sodass es wie ein Reifen hinter dem Wagen herrollte. Der Knecht konnte eben noch das Brandenburger Tor erreichen, das rasch hinter ihm geschlossen wurde. So musste der Lindwurm draußen bleiben. Er lag einige Zeit vor dem Tor. Kein Brandenburger wagte sich hinaus. Nun war aber ein fremder Prinz namens Georg in der Stadt. Der fasste den Entschluss, dem Lindwurm entgegenzugehen. In hartem Kampf gelang es ihm, dem Tier den Schwanz, in dem seine Stärke ruhte, abzuhauen und es bald darauf gänzlich zu erlegen. Zum Andenken daran wurde die St. Jürgen-Kirche gebaut, auf deren Altar ein Bild die Begebenheit darstellte.